FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Vor 48 Jahren begann die große Bundesliga-Karriere von Jupp Heynckes. Morgen geht sie dann doch zu Ende im Auswärtsspiel zu Hause bei Borussia Mönchengladbach, wo alles anfing. Hallo, herzlich willkommen, Jupp Heynckes. Schön, Sie lächeln. Sie sind entspannt, das ist gut. Ganz toll. Aber das wird morgen sicherlich aufregend, bewegend. Kann man sich auf sowas vorbereiten? Wie geht das? Na, was heißt vorbereiten? Ich denke, dass das sicher ein bewegender Abschied werden wird aus der Bundesliga, weil bei Borussia habe ich meine Karriere begonnen. Zwar am Bökeberg, jetzt am Borussia Park, aber es ist natürlich auch wieder ein Lebensabschnitt, der zu Ende geht. Und das wird vielleicht nicht ganz so einfach. Mhm, das kann ich mir vorstellen. Da werden Sie bestimmt auch an die Anfänge erinnert werden. Zum Beispiel erste Saison mit der Borussia 1965. Am dritten Spieltag sind Sie in Karlsruhe angetreten. Wir haben ein paar Bilder gefunden. Herrlich. Schauen Sie mal. Mit der Nummer 10, der halblinke Netzer. Ja, das wird. Jetzt stellt sich Heynckes neben ihn mit der Nummer 8. Netzer, Heynckes. 1:0 für Mönchengladbach nach 45 Sekunden. Da drüber gelupft, ne? Oder? Ja. Und dann fällt doch das 3:2 für Mönchengladbach aus diesem Spielzug in der 78. Minute. Heynckes ihm gegenüber Witlatschil. Rim. 3:2. Aus der Perspektive hinter dem Tor. Herrlich, herrlich. Spitzer Winkel, ein Tunnel davor, Tor und davor eine Freistoßvariante mit dem halblinken Günter Netzer. Also die war schön, die könnte heute auch noch klappen, oder? Ja, das war alles ein bisschen langsamer, aber es sah nicht so schlecht aus. Das Bild ist nur langsamer gelaufen damals. Zeitlupe. Da lag das auf jeden Fall, ja. Am Spieltag davor, also am zweiten, haben sie auch schon einen Doppelpack bei Tasmania Berlin erzielt. Allerdings gab es da noch keine Kameras. Also die Kollegen haben erst gesagt, Mensch, wenn der Jupp und der Günter Netzer auftreten, dann müssen wir jetzt mal mit der Kamera dabei sein. Also herrlich, herrlich. Morgen nach dem Spiel laden Sie die Mannschaft ein. Sie schulden ja, glaube ich, noch ein Abendessen der Mannschaft. Wo bleibt geheim? Und wird auch über Champions-League-Finale schon gesprochen? Nein, das glaube ich nicht. Aber das ist ja so, dass ich einmal im Training gesagt habe, als Jérôme Boateng vor dem Tor wieder eine Flanke versemmelte, da habe ich gesagt, Jérôme, wenn du das erste Bundesliga-Tor erzielst, dann lade ich die gesamte Mannschaft zum Essen ein. Und das werde ich am Samstag tun. Natürlich werden wir ein bisschen diskutieren, werden wir quatschen, aber Champions League Endspiel bestimmt noch nicht. Die konkrete Vorbereitung dann ab nächster Woche, Montag ist noch mal frei. Wie wird sich denn die nächste Woche vielleicht von den normalen unterscheiden? Was denken Sie? Ja, es wird natürlich eine große Anspannung da sein, das ist ganz klar. Wir müssen Trainingsreize setzen, die Abläufe sind wie gewohnt, wir verändern gar nichts, nur es ist doch ganz klar, dass jetzt erstmal das Samstagspiel in Mönchengladbach auch dazu dient, dass man wieder Rhythmus bekommt, dass man wieder auf einem hohen Niveau Fußball spielt. Und dann die Vorbereitung hinsichtlich Champions League Endspiel ist wie bei einem sehr guten oder normalen Bundesligaspiel, weil alles andere wäre falsch. Haben Sie das Gefühl, dass sich alle richtig freuen auf das Finale? Ja, selbstverständlich freuen wir uns alle, weil erstmal Wembley ist natürlich ein legendäres Stadion und hat Geschichte geschrieben und zudem deutsch-deutsches Champions-League-Endspiel, das hat es noch nie gegeben und deswegen ist es schon etwas ganz Besonderes. Besser geht das nicht. Alles Gute, viel Erfolg. Danke, Jupp Heynckes. Danke auch. Nach dem Besuch im Studio bat Jupp Heynckes dann zum Abschlusstraining mit allem, was Rang und Namen hat, versteht sich, eine volle Einheit, bevor es dann um 17 Uhr mit der Lufthansa nach Düsseldorf geht. Am Pfingstsonntag gibt es um 11.30 Uhr übrigens das letzte öffentliche Training an der Säbener Straße vor der Reise nach London. Da natürlich dann auch wieder die FCB News und darin werden wir über die Essenseinladung von Jupp Heynckes für die Mannschaft berichten. Mit einer feinen Überraschung schon mal so viel vorneweg. Also dann, gutes Spiel, schönes Wochenende, servus. Yeah.